Jetzt bei Phoenix. Politikbegriffe leicht erklärt. Aufpoliert. Was ist eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen? Das BGE, wie es abgekürzt heißt, ist ein sozialpolitisches Konzept, das die Grundbedürfnisse des Menschen abdecken soll. Egal ob arm oder reich, jeder Bürger würde einen gesetzlich festgelegten gleichen Betrag im Monat erhalten. Ohne Gegenleistungen. Sozialleistungen wie Kinder-, Renten- oder Arbeitslosengeld würde es dann jedoch nicht mehr geben. So gäbe es ein sicheres Einkommen über dem Existenzminimum für alle. Doch wozu eigentlich das Ganze? Der Druck bei der Arbeitssuche würde weniger werden und die Verwaltung von vielen Sozialleistungen würde entfallen, denn stattdessen gäbe es ja das bedingungslose Grundeinkommen. Außerdem wäre berufliche Selbstständigkeit viel einfacher umzusetzen. Jeder könnte Geld mit dem verdienen, woran er Spaß hat. Das BGE würde mit höheren Verdiensten verrechnet werden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, das klingt doch erstmal richtig gut. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Kritiker befürchten, dass die Arbeitsmotivation sinken würde. Wer will denn schon arbeiten, wenn der Staat einem sowieso Geld gibt? Viele könnten sich auf Kosten des Staates also ausruhen, so die Kritiker. Es gibt auch noch keine einheitlichen Vorstellungen, wie das BGE finanziert werden könnte. Eins steht fest: Das bedingungslose Grundeinkommen ist sehr umstritten. Ob es jemals umgesetzt wird, ist unklar.